Diese jungen Frauen haben Beziehungen und auch Sex mit älteren Männern. Als Gegenleistung bekommen sie Geld, teure Klamotten oder Hotelaufenthalte. Er hat ultra viel Geld für mich ausgegeben und auch, also ich denke mal, bestimmt so 2500 oder so. Als ich jünger war, vielleicht für ein Treffen 300, 400 Euro. Jetzt würde ich unter 1000, 1200 Euro die Nacht nicht mehr anfangen. Die haben mir dann 3000 Euro angeboten, dafür, dass wir einen Dreier haben. Das nennt sich Sugar Dating. Sugar Dating Plattformen boomen. Sie werben mit großen Versprechen. Upgrade your lifestyle. Wilde Abenteuer. Luxus-Dating. Und jetzt gerade bin ich im Gespräch mit einer, die auch tatsächlich gesagt hat, dass sie erst 17 ist. Doch Sex mit Minderjährigen gegen Geld ist Missbrauch und kann sogar mit Gefängnis bestraft werden. Und wie alt war deine Jüngste bisher, mit der du was hattest? 14. Das hat sie mir aber erst später gestanden, als es schon länger lief. Für diese Recherche bin ich undercover unterwegs. Ich muss mich mal direkt zu erkennen geben. Mein Name ist gar nicht Emma. Ich bin Journalistin und recherchiere gerade für den SWR zu Sugar Dating. Ich stoße bei dieser Recherche hinter dem süßen Versprechen von Luxus, Lifestyle und Abenteuer auch auf eine bittere Seite des Sugar Dating. Und dann habe ich das mitgemacht und im Endeffekt hätte ich mir lieber gewünscht, dass ich es nicht gemacht hätte. Und dann hat er mich am Arm gepackt und meinte, ja, du kommst jetzt aber mit. Also ich war schon so mit 13 zu meiner Mom. Ja, ich habe irgendwie Bock, mit 30 schon nicht mehr arbeiten zu gehen und dann bei irgendeinem älteren Herrn im Haus zu wohnen, irgendwo im Ausland. Das ist Fiona. Ich bin werdende Hotelfachfrau und wohne in Berlin. Fiona ist 18. Sie hat vor 2 Jahren angefangen, auf Dates mit älteren Männern zu gehen. Dafür bekommt sie mal Geld, mal Kleidung, mal Restaurantbesuche spendiert. Diese Art des Datings nennt sich Sugar Dating. Bisher hatte sie 2 sogenannte Sugar Daddies. Es ist immer mal schön, irgendwie richtig gut essen zu gehen, was man irgendwie noch nie so richtig hatte. Oder du gehst mit dem feiern und du denkst dir so, okay, eine Party, eine Nacht oder 2 Nächte komplett for free, ich muss gar nichts bezahlen. Ja, das war schon ein Anreiz. Und hattest du vorher schon mal was mit einem Älteren oder hat dich der Gedanke irgendwie auch, weil es noch nicht so war, abgeholt oder wie war das? Ich würde schon sagen, dass ich immer so ein bisschen Daddy-Issues hatte und so immer schon so ein bisschen auf ältere Typen abgefahren bin. Die Beziehung zwischen einem Sugar Daddy und einem Sugar Babe muss nicht unbedingt sexuell sein. Für Fiona sei es auch um das Zwischenmenschliche gegangen, sagt sie. Am Anfang war das jetzt auch nicht so, dass er mir irgendwie dann dafür Geld in die Hand gedrückt hat oder so. Das kam dann erst so beim 2. Treffen ungefähr. Da hat er mir dann mal so ein Fuffi einfach danach so gegeben. Aber wir haben halt nichts gemacht. Also wir haben halt einfach nur Zeit miteinander verbracht. Gerade wenn man ein bisschen älter ist, wenn man schon so viel irgendwie erlebt und gesehen hat, ist es, glaube ich, auch ziemlich nice, wenn man irgendwie so jemanden Junges, Kreatives, Alternatives irgendwie bei sich hat. Kann ich mir ganz gut vorstellen. Hattest du jemals Angst vor so einem Machtgefälle oder so? Nee, voll nicht. Also eigentlich gar nicht. Ich hatte so, ich würde sogar sagen, dass ich schon auch so ein bisschen drauf stehe, wenn jemand so ein bisschen mir sagt, so wo es lang geht. Fiona hat ihre Sugar Daddies auf der Dating-App Tinder kennengelernt. Es gibt aber auch Plattformen, auf denen man gezielt nach Sugar Daddies suchen kann. Es gibt ja auch so eine Seite, ich glaube, die heißt My Sugar Daddy oder so. Ich habe mich da halt mal angemeldet. Man kriegt so viele Nachrichten. Wie alt warst du, als du dich da auf My Sugar Daddy angemeldet hast? 13 ungefähr, glaube ich, 13, 14. Krass, wie wusstest du denn dann von der Plattform? Ich wusste ganz viel in dem Alter schon. Schon mit 13 auf so einer Seite. Wenn ich so an mich mit 13 zurückdenke, überrascht mich das schon ganz schön. Dating für Geld. Könntet ihr euch das vorstellen? Ich freue mich, wenn ihr mir das einmal in die Kommentare schreibt. Und abonniert unseren Kanal für weitere spannende Recherchen. Doch schon bald werde ich erfahren, dass es einige Leute wie Fiona gibt, die schon als Kind oder Jugendliche auf Plattformen wie My Sugar Daddy sind. Bei Fiona klingt Sugar Dating selbstbestimmt und als gute Erfahrung für beide Seiten.
Ich will mehr darüber wissen. Geht es anderen Sugar Babes auch so? Welche anderen Erfahrungen machen Sugar Babes? Dafür tauche ich tiefer in die Welt des Sugar Datings und suche den Kontakt zu jungen Frauen, die ältere Männer daten und dafür Geld oder Ähnliches bekommen. Und ich will mit Sugar Daddies sprechen. Warum machen sie das? Es gibt verschiedene Plattformen, auf denen man einen Sugar Daddy finden kann. Von einer hat mir auch Fiona erzählt. Die Plattform heißt My Sugar Daddy und ist laut Angaben auf der Webseite die Nummer 1 Sugar Dating Community in Europa. Sie hat laut eigenen Angaben 4 Millionen Mitglieder und boomt besonders seit dem Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020. Okay, also ich bin jetzt hier gerade mal auf der Seite. Ein Leben in Luxus springt mir entgegen. Pärchen, die Champagner trinken, auf schönen Sepia-Bildern. Fiona sagt mir, sie habe sich damals mit 13 auf My Sugar Daddy angemeldet. In den Nutzerbedingungen steht jedoch, es dürfen nur Volljährige die Plattform nutzen. Ich bin ein Sugar Daddy oder Sugar Babe. Klick Sugar Babe an. Also du musst dein Geburtsdatum angeben und ich kann auch nichts wählen, was früher ist als 2005. Denn dann wäre ich ja noch nicht 18. Jetzt kostenlos registrieren. Okay, also ich bin jetzt angemeldet. Es hat circa eine Minute gedauert. Ich musste mich gar nicht irgendwie ausweisen, verifizieren. Nicht mal über SMS oder so, wie man das ja manchmal kennt. Und schon bin ich im Sugar Dating Game. Ich gebe mich als Emma aus. 18 Jahre alt, Abiturientin aus Berlin. In meinem Profil steht, dass ich Flirts und eine Beziehung suche. Das hier bin übrigens wirklich ich. Damals war ich noch 16. Okay, ich bin so ein bisschen überfordert, ehrlich gesagt. Das geht hier alles super schnell. Mir schreiben irgendwie schon voll viele Männer. Die Seite funktioniert so. Ein Sugar Daddy muss mich erst freischalten, damit ich mit ihm chatten kann. Und dafür muss er Credits kaufen. 500 Credits kosten 100 Euro. Damit kann man bis zu 100 Leute anschreiben. Zusätzlich kann man eine VIP-Mitgliedschaft erwerben. Ein Monat kostet 30 Euro für Sugar Babes und 60 für Sugar Daddies. Das schaltet weitere Funktionen frei. So funktioniert das Geschäftsmodell My Sugar Daddy also. Ich habe den Eindruck, dass ganz schön viele Männer ab 50 auf mein vorgeblich junges Alter abfahren. Ich bin auf der Suche nach regelmäßigen Treffen, sehr gerne langfristig, mit einer intelligenten, schönen, jungen Frau. Hey, junge Frau, ich bin Professor und würde dich gern kennenlernen und mich mal mit dir austauschen, ob wir was finden, was uns beiden gut tut. Dein zweites Foto ist voll krass sexy, besonders dein Lachen und deine Beine. Ich lasse mich von einigen Sugar Daddies freischalten und chatte mit ihnen. Einer fragt mich direkt, ob ich auf ältere Männer stehe. Und er sagt, er habe seinem früheren Sugar Babe 150 Euro pro Sexdate bezahlt. Wie alt war dein früheres Sugar Babe? 17. Damals, wo wir uns kennengelernt hatten. Ich liebe junge Pussys sehr. Habt ihr euch auch hier kennengelernt? Ja. Sollte das stimmen, dann könnte das einen Straftatbestand darstellen. Sexueller Missbrauch von Jugendlichen, § 182 Absatz 2 des Strafgesetzbuches sagt: Ebenso wird eine Person über 18 Jahren bestraft, die eine Person unter 18 Jahren dadurch missbraucht, dass sie gegen Entgelt sexuelle Handlungen an ihr vornimmt oder an sich von ihr vornehmen lässt. Hierauf stehen bis zu 5 Jahre Gefängnis oder Geldstrafe. Mich chattet noch ein Sugar Daddy an, der offenbar besonders junge Sugar Babes sucht. Nennen wir ihn Markus. Der ist 48, sagt, er sei Unternehmensberater und öfters mal in Berlin. Er fragt mich, was ich hier suche. Einen reichen Sugar Daddy natürlich. Ich habe ihn gefragt, was er sucht. Und er sagt, ein sehr junges Teen als Mätresse für regelmäßige heiße Stunden. Ein junges Teen? Das wirkt auf mich, als würde er gezielt nach Minderjährigen suchen. Und nach Sex. In seiner Profilbeschreibung schreibt er, es soll, um es ehrlich auszusprechen, bei jedem Treffen darauf hinauslaufen. Gegen Bezahlung. Mit Minderjährigen illegal. Ich frage ihn, was er mit Teen meint und wie viel er zahlt. Und er sagt, Teen ist ja von 13 bis 19. Okay, wow. 1000 Euro im Monat wären es bislang gewesen. In früheren Sugar Daddy-Beziehungen. Dann möchte ich wissen, ob er auch schon mal mit Sugar Babes unter 18 geschrieben oder sich sogar getroffen hat. Okay. Er meint einige und er hätte nicht gezählt, über 10, unter 20, sowas um den Dreh.
Markus und ich sind dann auf Telegram gewechselt. Ich habe mich weiterhin als Emma ausgegeben, weil ich mehr über seine vermeintlichen Dates mit Minderjährigen erfahren wollte. Außerdem habe ich ihm gesagt, dass ich nicht 18 sei, so wie in meinem Profil angegeben, sondern 17. Wie er darauf reagiert, dazu später mehr. Kommt es häufiger vor, dass hier alte Männer nach illegalem Sex mit Teenagern suchen? Ich will jetzt mit Sugar Babes chatten und lege mir deswegen einen zweiten Account an. Diesmal als Mann, als Sugar Daddy, 43 Jahre alt. Und auch hier bekomme ich tatsächlich direkt Anfragen von Frauen, ob ich sie freischalten kann. Wir haben uns nämlich so ein VIP-Profil geholt. Das heißt, wir haben jetzt auch Credits, mit denen es möglich ist, Leute freizuschalten und Fragen zu stellen etc. Und das mache ich auch direkt mal. Als Profilbild nutze ich ein durch künstliche Intelligenz generiertes Bild. Ich schreibe mit fast 100 Frauen und sage ihnen, dass ich Journalistin bin. Die meisten finden interessant, dass wir eine Doku darüber machen. Aber kaum eine möchte vor der Kamera über ihre Erfahrungen sprechen. Okay, also ich habe jetzt mit einem Sugar Babe telefoniert. Die wohnt in Norddeutschland und sie würde sich tatsächlich mit mir treffen und mir von ihrem Alltag als Sugar Babe erzählen. Wir fahren zu ihr nach Schwerin, wo ich sie in einer Bar treffe. Weil sie anonym bleiben möchte, nennen wir sie Sophia. Also ich mache das jetzt, seitdem ich 18 bin. Ich hatte mit einer Freundin darüber gesprochen gehabt. Wir haben uns irgendwas im Internet angeschaut gehabt, haben gesagt, ey, das ist super, super teuer und wir können es uns eigentlich gar nicht leisten, einen Sugar Daddy zu haben. Das wäre eigentlich voll spannend. Dann könnten wir quasi alles kaufen, was wir wollen. Und so ist es dann quasi dazu gekommen, dass ich dann 2-3 Wochen später immer noch darüber nachgedacht habe und mich dann quasi dafür angemeldet habe und auf der Suche war. Sophia findet, dass sie eine Art Doppelleben führe. So, ich habe mit der Freundin nicht darüber gesprochen, meine Familie weiß es auch nicht. Vielleicht 1-2 Freunde, wo ich das schon mal angeschnitten habe, aber sonst behalte ich das eher für mich. Was würdest du denn generell sagen? Ist das, was du machst, eine Form von Sexwork? Ja, es ist eine Prostitutionsarbeit schon. Oder es ist eine Mischung zwischen Escort und Prostitution. Und das auch verdeckt und ganz klar. Wenn du jetzt auf ein Date gehst oder mit jemandem schreibst und es bahnt sich ein Date an, was sind dann so die Kriterien, die er erfüllen müsste, damit es zu einem Date kommt? Also ich muss sagen, das Alter ist mir nicht ganz so wichtig. Mir ist jetzt egal, ob da eine 4 oder eine 5 vorne steht oder eine 6 stand jetzt noch nicht vorne, aber das wäre mir auch nicht so wichtig. Für mich ist es wichtiger, dass die Person attraktiv ist, dass ich mich mit der Person unterhalten kann, dass ich eine gewisse Verbindung habe, vielleicht auch irgendwie, dass es harmonisch ist. Ich muss die Person auch im normalen Leben, wenn ich normal daten würde, irgendwie attraktiv finden, auch wenn sie älter ist. Beim Sugar Dating habe sie auch schlechte Erfahrungen gemacht. Als sie sich einmal zu einem Sexdate überreden lassen habe, sei sie dabei betrogen worden. Wir haben uns im Park getroffen, haben entspannt einfach geredet. Das war neutraler Boden, dort waren Menschen, es hat sich alles gut angefühlt. Und er mich mehr oder weniger überredet hat, dann quasi im Busch mit ihm zu schlafen, also quasi meine Hose runterzuziehen und eine Wand oder einen Baum gelehnt sozusagen. Und dann gesagt hat, okay, als wir fertig waren, ich gehe kurz das Geld holen, du wartest einfach kurz hier. Und die Person dann zum Beispiel nicht wieder aufgetaucht ist. Ach, krass. Boah. Aber wie fühlt man sich da? Man ist geghostet, man hat auf etwas gehofft. Zu der Zeit ging es mir auch nicht so gut, finanziell gesehen auch nicht. Ich war schon darauf angewiesen gewesen. Und dann fühlst du dich natürlich doppelt betrogen, weil du das vielleicht auch gerade in dem Alter aus einem gewissen Zwang herausgemacht hast, aus einem Mangel heraus. Und dann einfach dort sitzen geblieben bist und dir dachtest, okay, aber immer noch Hoffnung hattest, vielleicht kommt er noch mal wieder vielleicht. Also es gab auf jeden Fall Situationen, in denen ich lieber gegangen wäre, als dass ich dann quasi dort geblieben bin. Ich hatte einfach nicht genug Selbstbewusstsein und Selbstliebe vor allem auch nicht, dass ich dann für mich selber eingestanden bin und dann lieber irgendwie mitgegangen bin oder auch manchmal Dinge gemacht habe, die ich nicht unbedingt machen wollte. Jetzt ist das ein bisschen anders. Jetzt weiß ich schon, worauf ich auch achten möchte. Ich glaube auch, dass ich zu jung war, um mich dort anzumelden. Ich glaube, dass 2021 ein besseres Alter wäre, ab der die Plattform erst erreichbar sein sollte. Was Sophia erzählt, ähnelt dem, was ich in vielen Gesprächen und Chats mit Sugar Babes höre und lese. Sie sagen zwar, dass die Beziehungen, die sich über My Sugar Daddy entwickeln, auf Freiwilligkeit beruhen. Während meiner Recherche hat mich aber besonders die Frage beschäftigt, wie frei entscheidet ein junger Mensch in so einer Situation wirklich? Für mich ist ganz klar, wenn ein junger Mensch auf einen sehr viel älteren Menschen trifft, dann haben wir es
qua Definition mit einem Gefälle zu tun. An Lebenserfahrung, an Macht, oft auch Definitionsgewalt, an monetärer, finanzieller Übermacht auch. Damit entstehen Abhängigkeiten. Das ist Julia von Weiler, Vorstand im Verein Innocence in Danger. Sie arbeitet zum Thema sexualisierte Gewalt bei Kindern und Jugendlichen. Wenn die Person das aus einer Geldnot heraus macht und aus einer wirklichen Zwangssituation heraus, dann ist es nicht eine freiwillige Entscheidung von im Sinne von, ich bin frei, ich kann mich für A, B, C oder D entscheiden und entscheide mich jetzt eben für D, sondern A, B und C stehen mir überhaupt nicht zur Verfügung. Ich kann mich überhaupt nur noch für D entscheiden. Und dann würde ich schon mal sagen, ist das mit der Freiwilligkeit nicht mehr so weit hergeholt. Was ist denn Ihre Kritik an solchen Plattformen, die Sugar Dating vermitteln? Die erste Kritik ist, dass es keine Altersverifikation gibt. Das ist schon, also zur Not muss ich anklicken, ich bin über 18 und das war's. Das ist so wie auf allen Pornoseiten. Die Plattformen reden sich immer damit raus, dass es eben in der Verantwortung der Nutzer liegt. Und dann, wenn wir über minderjährige Nutzer und Nutzerinnen sprechen, sagt die Plattform, ja, aber es ist ja die Verantwortung der Eltern und zieht sich so total aus ihrer Verantwortung zurück. Das ist totaler Bullshit, das geht nicht. Diese Plattformbetreiber wissen, bin ich mir 1000-prozentig sicher, wissen ganz genau, dass sie natürlich auch ein Klientel anziehen, die anders unterwegs sind, und zwar auf beiden Seiten. Also jüngere Nutzerinnen, als sie eigentlich erlaubt sein dürfen, und erwachsene Nutzer, die auf der Suche nach Minderjährigen sind. Das ist total verboten. Julia von Weiler übt harte Kritik an der Plattform. Auch ein anderes Sugar Babe, das ich auf My Sugar Daddy kennenlerne, äußert ähnliche Kritik. Sie möchte anonym bleiben. Ich denke, dass viele Frauen mit 18 nicht bereit sind zum Sugar Dating, weil sie sich dem einen nicht bewusst sind. Das ist Manila. Sie sei mit 18 zum Sugar Dating gekommen. Also meine ersten Begegnungen auf der Seite My Sugar Daddy waren eigentlich ausschließlich schriftlich. Also wir haben hin und her geschrieben. Und am Anfang war ich auch ein bisschen geschockt, weil es ja sehr viele alte Männer gibt, die eben gerade auch bei jungen Frauen, Damen, die finanzielle Notlage ausnutzen möchten. Gerade Frauen, die darauf angewiesen sind, machen dann wahrscheinlich auch sehr viel mehr. Und es gibt aber auch Männer, die ich jetzt im echten Leben nicht von der Bettkante stoßen würde, und habe mich dann mit ein, zwei Männern auch getroffen zu Beginn und habe da auch durchaus positive Erfahrungen gesammelt. Dennoch berichtet sie mir von Grenzüberschreitungen. Einmal habe sie sich mit einem Sugar Daddy in einem Hotel getroffen. Geplant war ein Date zu zweit, doch plötzlich sei ein Freund des Mannes dazugestoßen. Sie haben ja auch schon immer geträumt, einen Dreier zu haben und so. Und dass ich ja perfekt dafür wäre. Vorher standen 1000 Euro im Raum für die Nacht. Und die haben diesen Preis dann verdreifacht. Also haben mir dann 3000 Euro angeboten dafür, dass wir einen Dreier haben. Ich denke, ich war in dem Moment einfach ziemlich überrumpelt. Gerade der finanzielle Anreiz natürlich auch. Aber ich sage euch ehrlich, das hält nicht lange. Ich war dann auch in so einer Situation, dass ich da nicht nur so Nein sagen wollte. So, und dann habe ich das mitgemacht. Und im Endeffekt hätte ich mir lieber gewünscht, dass ich es nicht gemacht hätte. Ich habe auch mal einen 34-Jährigen getroffen. Sein Profil war eigentlich ganz nett. Doch das Treffen sei anders verlaufen als geplant. Bei einem Spaziergang am See habe er sie plötzlich gegen ihren Willen in eine Waldhütte bringen wollen, sagt Manila. Und dann hat er mich am Arm gepackt und meinte, ja, du kommst jetzt aber mit, dass es ihm egal ist. Und ja, dann habe ich ihn weggestoßen, auf die Nase geboxt und bin weggerannt. Und hab den Typen nie wieder gesehen, ihn blockiert, bei der Seite gemeldet. Doch kurz darauf sei sein Profilbild wieder auf der Plattform erschienen. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass Minderjährige auch diesen Anreiz, das schnelle Geld sehen und sich den Konsequenzen und Folgen nicht bewusst sind. Ich finde auch, dass mein SugarDaddy.de sich da nicht aus der Verantwortung ziehen kann und auch einen viel besseren Safe Space für Frauen dort schaffen sollte und Minderjährige dort nichts zu suchen haben. Ich recherchiere weiter auf der Plattform. Ein Profil sticht besonders hervor. Die Frau auf dem Profilbild wirkt auf mich sehr jung. Und jetzt gerade bin ich im Gespräch mit einer, die auch tatsächlich gesagt hat, dass sie erst 17 ist. Wir wollen jetzt mal zu Telegram wechseln und dort weiterschreiben. Mal gucken, ob sie sich mit mir unterhalten möchte. Wir schreiben Nachrichten hin und her. Auf mich wirkt sie sehr verzweifelt.
Kannst du mir einen Gefallen tun? Was denn? Ich bräuchte 100 Euro. Ich schicke dir Videos und so, damit, wenn ich nicht komme, du mich damit erpressen kannst. Bitte. Aber ich brauche das Geld. Sie bietet hier so aus dem Nichts heraus an, ohne dass wir gefragt hätten, dass sie irgendwie Videos von sich verschickt, mit Gesicht, auf denen sie dann mutmaßlich, ich weiß nicht, masturbieren würde. Würde uns auch treffen, vielleicht auch irgendwie sexuelle Handlungen vornehmen. Und ist wie gesagt 17. Das ist echt nicht gut. Ich enttarne mich als Journalistin und frage die junge Frau nach einem Interview. Sie stimmt sofort zu. Als ich nach ihren Eltern frage, schreibt sie nur, das willst du nicht. Am Ende sagt sie das Interview ab, fragt aber weiterhin, ob ich ihr 100 Euro geben kann. Bei mir hat das den Eindruck erweckt, als suche sie ganz verzweifelt nach Geld. Deswegen habe ich mich entschlossen, den Chat mit ihr abzubrechen und ihr die Nummer eines Hilfetelefons gegeben. Das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen ist 24/7 unter 116 016 erreichbar. Ich will mehr herausfinden über die Männer, die auf My Sugar Daddy nach Minderjährigen suchen. In der Zwischenzeit schreibe ich weiter mit Markus. Zur Erinnerung, das ist der Sugar Daddy, der laut eigenen Aussagen ein junges Teen für Sex sucht. Und wie alt war deine Jüngste bisher, mit der du was hattest? 14. Das hat sie mir aber erst später gestanden, als es schon länger lief. Wieso stehst du denn auf Teens und junge Mädchen? Das hält mich selbst etwas jünger. Und dann ist natürlich der Body eines Teens etwas anderes als der einer 30-Jährigen. Und der Gedanke, ein Mädel im Bett zu haben, dessen Vater ich sein könnte, macht mich auch heiß. Nach dieser Nachricht schreibe ich ihm, dass ich nicht 18, sondern 17 sei. Das stört ihn nicht. Es sei unser Geheimnis. Er hat mir mittlerweile auch Bilder von sich geschickt. Durch eine Bilderrückwärtssuche finde ich heraus, der Sugar Daddy ist ein ehemaliger Bundestagsabgeordneter. Er beschreibt mir jetzt nochmal, wie er sich das so vorstellt mit uns und wie er das sieht und schreibt, wir zwei genießen es für uns und du schläfst nicht für Geld mit mir. Ich tue dir Gutes. Du tust mir Gutes. Was magst du so? Ich lecke und fingere gern und ausgiebig. Tiefes Blasen, Schlucken, Anal, intensives Ficken, an- und reinspritzen. Der Gedanke, dass er mit einer 14-Jährigen womöglich auch so gesprochen haben könnte, widert mich an. Als ich mit Markus gechattet habe, wirkte das manipulativ auf mich. Und wäre ich wirklich 17 Jahre alt, wäre ich vielleicht sogar darauf reingefallen. Wir schreiben über 2 Wochen lang jeden Tag. Morgens kriege ich ein Kuss-Emoji, zwischendurch auch mal ein Bild von ihm oder seinem Hund. Und er möchte mich unbedingt zu einem Treffen in einem Hotel überreden. Wie das endet, dazu später mehr. Dass Männer gezielt minderjährige Mädchen auf My Sugar Daddy kontaktieren, um sie sexuell zu missbrauchen, zeigt ein aktueller Fall, der im Frühjahr am Landgericht in München verhandelt wurde. Der Angeklagte Daniel B. soll auf Online-Plattformen wie My Sugar Daddy mit Mädchen im Alter von 13 bis 16 geschrieben und teilweise sexuelle Handlungen an und vor ihnen vorgenommen haben. Das Urteil des Landgerichts ist noch nicht rechtskräftig, sagt Laurent Lafleur. Er ist Gerichtssprecher. Der Angeklagte hat Revision dagegen eingelegt, sodass nun der Bundesgerichtshof darüber entscheiden muss. Mit diesem Urteil wurde der Angeklagte wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen in zahlreichen Fällen zu insgesamt 3 Jahren, 6 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Wie hat sich denn der Angeklagte eigentlich verhalten? Hat er den Tatvorwurf eingeräumt? Teils, teils. Etwas irritierend war, dass er bei all seinen Erklärungen immer wieder den Geschädigten eine gewisse Mitschuld auferlegte, weil diese sich auf Plattformen angemeldet hätten, auf die sie sich eigentlich gar nicht hätten anmelden dürfen. Diese Argumentation habe das Gericht in seinem Urteil kritisiert. Der Versuch, den Opfern eine Mitschuld zu geben, sei gescheitert. Elisa Panuccio ist Münchner Kommissarin. Sie ist spezialisiert auf die Bekämpfung sexueller Gewalt gegen Kinder und hat sich im Rahmen der Hauptverhandlungen als Hauptermittlerin mit der Plattform My Sugar Daddy intensiver beschäftigt. Sie kritisiert fehlende Sicherheitsvorkehrungen auf der Plattform. Also es gibt keine Sicherheit auf keiner Plattform, die wir kennen. Also das ist nicht nur My Sugar Daddy, das sind auch andere Plattformen, die davon betroffen sind. Es gibt keine Sicherheit vor sexuellem Missbrauch. Es gibt keine Altersprüfung. Es gibt keinerlei Verifizierung. Jeder kann sich da anmelden und das innerhalb von wenigen Minuten. Wie steht es denn um die Gründer der Plattform? Waren Sie mit denen im Laufe der Ermittlungen auch in Kontakt? Ja, also wir standen in Kontakt zu den Geschäftsführern, einfach um auch mal zu erfahren, wie so die Zukunft aussieht. Weil wir uns natürlich schon die Frage stellen,
wenn da wirklich immer mehr minderjährige Mädchen sich anmelden können, ob dann nicht mal der Gedanke auch dahin geht, dass man sagt, man muss jetzt irgendwie versuchen, eine Altersprüfung bei der Anmeldung mit reinzubringen. Mehr Sicherheitsvorkehrungen fordert auch Janette Björnis. Sie ist Assistant Professor an der Fakultät für Psychologie und Verhaltenswissenschaften der Universität Aarhus in Dänemark. Gemeinsam mit ihrem Team hat sie in einer Langzeitstudie erforscht, wieso junge Frauen Sugar daten. Sehr unterschiedliche Motive. Wir hatten erwartet, dass Geld nicht so wichtig ist, aber alle jungen Leute sagten, ich wollte das Geld. Und für viele von ihnen war Geld gleichzusetzen mit Anerkennung. Wenn jemand dafür bezahlen will, um mit mir zusammen zu sein, bedeutet das, dass ich als etwas Wertvolles anerkannt werde. Das Forschungsteam hat qualitative Interviews mit 60 Sugar Babes durchgeführt. Ein Ergebnis war, dass die positiven Effekte des Sugar Datings oft nicht lange anhielten. Der Studie nach würden Sugar Babes ihre persönlichen Grenzen immer wieder überschreiten. Angenommen, sie treffen den Sugar Daddy zum ersten Mal und das Date verläuft nett und angenehm. Beim nächsten Mal fragt er dann, wenn ich dir 4.000 dänische Kronen mehr gebe, kannst du dann nicht auch anderen Sex mit mir haben? Also eine sexuelle Praktik, zu der das Sugar Babe anfangs Nein gesagt hat. Viele sagen dann, ich wollte Nein sagen, aber ich hatte Angst davor, was passieren würde, wenn ich ihn ablehne. Sie überschreiten also ihre persönlichen Grenzen, weil sie Angst haben, vor Gewalt zum Beispiel, aber auch davor, verlassen zu werden. Janette Björnis sieht das als eine Gefahr. Vor allem, weil viele der Sugar Babes sowieso aus komplizierten Familienverhältnissen kämen. Die meisten der von uns befragten jungen Menschen kamen aus schwierigen Familienverhältnissen. Viele von ihnen hatten das Gefühl, sich weder in ihrem eigenen Zuhause noch in der Schule wohlzufühlen. Und auch die internationale Forschung hat gezeigt, dass Menschen, die sexuelle Dienstleistungen tauschen, oft aus Familien kommen, in denen die Eltern entweder Alkohol- oder andere Drogenprobleme haben. Ich habe deutsche Behörden gefragt, inwiefern sie My Sugar Daddy kennen und wie sie diese Plattform bewerten. Das Bundeskriminalamt schreibt, die Seite My Sugar Daddy ist im Zusammenhang mit Menschenhandel und Zwangsprostitution in den Bundesländern bekannt. Auch das Bundesfamilienministerium bestätigt, dass es mehrere Fälle kennt, in denen Sugar Daddies über die Plattform My Sugar Daddy mit Minderjährigen in Kontakt gekommen sind und sie für sexuelle Dienstleistungen bezahlt haben. Beide Behörden kritisieren, wie mehrere Landeskriminalämter auch, dass es keine wirksame Altersverifikation gibt. Das Bundesdigitalministerium schreibt jedoch, es sei auf Bundesebene nicht möglich, die Plattform zu verpflichten, personenbezogene Daten der Nutzer zu sammeln. Das EU-Recht erlaube hier keine strengere Regelung bei der Alterskontrolle. Zurück zur Undercover-Recherche. Ich schreibe weiter mit Markus. Er will mich unbedingt treffen. Also mache ich eine Verabredung mit ihm aus. Er möchte sich im Hotel treffen. Sein Vorhaben scheint mir offensichtlich. Er hatte mich in unseren Chats mal gefragt, ob ich die Pille nehme. Ich überrede ihn aber zu einer Begrüßung im Freien. Mein Team und ich bereiten uns vor. Zur Sicherheit ist auch ein Security-Mann da, der einschreitet, sollte etwas passieren. Ich setze mich auf eine Bank und warte. Dann kommt er. Hallo, ich muss mich mal direkt zu erkennen geben. Mein Name ist gar nicht Emma. Ich bin Journalistin und recherchiere gerade für den SWR zu Sugar Dating. Hätten Sie Lust, mit mir darüber zu sprechen, wieso Sie auf der Plattform unterwegs sind und jüngere Frauen treffen wollen? Ich muss ehrlich sagen, dass ich bis zum Schluss dachte, er würde sich einfach umdrehen und gehen. Doch, wir haben uns hingesetzt und darüber geredet, wieso er junge bzw. minderjährige Frauen gegen Geld datet. Also zum einen begleitet man natürlich Menschen eine gewisse Zeit. Das gibt ja auch Impulse in alle möglichen Richtungen. Ja, man kann auch durchaus eine besondere Form von Mentorenschaft entwickeln. Und wie ist das? Ich stelle mir das schon als ein großes Machtgefälle vor, vor allem mit einem solchen Altersunterschied. Sie sagten es ja, Lebenserfahrung. Die kann sicherlich auch leicht Einfluss nehmen auf eine junge, noch beeinflussbare Person. Wie sehen Sie das? Es kommt drauf an, wie man sich da begegnet. Also ob man so ein Machtgefälle haben will oder nicht. Ich will's nicht haben. Und der rechtliche Aspekt? Also, wenn ich jetzt wirklich 17 gewesen wäre und mich jemand für sexuelle Dienstleistungen bezahlt, macht sich diese Person ja unweigerlich strafbar, selbst wenn ich das vermeintlich freiwillig entscheide. Wie stehen Sie dazu? Also, wenn es einen Zusammenhang gibt zwischen Bezahlung und Sex. Und Sex, ja. Da könnte man sich jetzt drüber streiten, ob es wirklich diesen Zusammenhang gibt. Aber wenn Sex stattfindet, dann wäre es ja per Definition so.
Aber auch da wieder, diejenigen, die sich da anmelden, die wissen ja, was sie tun. Da stelle ich mir die Frage, wo ist der Unterschied zwischen jemandem, der 17 Jahre und 11 Monate alt ist und 18 Jahre und einen Tag? Ja, nur das Gesetz. Genau, das ist halt so eine Stichtagsregelung. Aber da ja die Dinge tatsächlich einvernehmlich verlaufen, ist es nicht so offensichtlich, wo es strafbar wird, weil niemand Interesse daran hat. Aber wenn das jetzt rauskommen würde, macht Ihnen das gar keine Angst? Ich meine, Sie haben Familie und einen wichtigen Beruf. Was heißt Angst? Das ist ein Risiko, was Sie hier eingehen. Das ist aber für beide Seiten ein Risiko. Es ist aber auch nicht so schön für den Ruf. Insofern hat da niemand ein Interesse daran. Es gibt ja immer mal Fälle, die dann tatsächlich vor Gericht landen. Haben Sie sich da je drüber Gedanken gemacht? Ja, schon Gedanken gemacht. Schon kalkuliert gewissermaßen. Wie genau? Also einkalkuliert, dass es das Risiko gibt? Das Risiko gibt's, ja. Das ist ein allgemeines Lebensrisiko an der Stelle. Er setzt bei seinen Dates also auf Angst vor einem Rufschaden der Minderjährigen. Ob der Sex wirklich freiwillig ist oder ob er eine Notlage ausnutzt, darüber scheint er sich keine Gedanken gemacht zu haben. Das Gespräch mit Markus lässt mich fassungslos und sauer zurück. Er gibt zu, dass es ein Risiko ist, Minderjährige hier zu treffen und sie für Sex zu bezahlen. Dass es sexueller Missbrauch von Jugendlichen wäre und strafbar, ist ihm offenbar bewusst. Aber er schien nicht so, als würde er es bereuen oder unterlassen wollen. Ich schreibe ihm nach unserem Treffen noch, warum er nach eigenen Angaben auch mit einer 14-Jährigen geschlafen hat. Doch jetzt antwortet er mir nicht mehr. Wieso lässt die Plattform das zu? Das wollten wir von den Gründern von My Sugar Daddy wissen. Thorsten Engelmann und Philipp Capelletti haben die Plattform 2010 gegründet. Gern hätten wir uns persönlich mit ihnen über My Sugar Daddy unterhalten. Über einen Monat standen wir in Kontakt, doch sie wollten kein Interview vor der Kamera geben. Auch schriftlich beantworten sie unsere Fragen bis Redaktionsschluss nicht. Die Frauen, die ich für diesen Film getroffen habe, sagen, dass sie gerne und freiwillig Sugar daten. Sie alle üben aber auch Kritik an den Plattformen, etwa am niedrigschwelligen Einstieg oder an mangelnder Kontrolle. Dass Sugar Dating aber Gefahren birgt, habe ich während meiner Undercover-Recherche festgestellt. Ich habe gesehen, wie einfach es ist, sich auf Plattformen wie My Sugar Daddy anzumelden. Auch Minderjährige können sich ein Profil erstellen und sind der Gefahr von sexuellem Missbrauch ausgesetzt. Und häufig wird die Notlage von jungen Frauen ausgenutzt und persönliche Grenzen werden verschoben. Die Plattformen vermarkten das Konzept Sugar Dating wie einen glamourösen Lifestyle. Doch unter dem schillernden Anstrich verbirgt sich in vielen Fällen eine dunkle Realität, nämlich Prostitution und sexueller Missbrauch von Jugendlichen. Das wird nicht nur durch den Fall aus München deutlich. Auch mein Selbstversuch und die Gespräche mit Expertinnen und Sugar Babes zeigen, die Plattformen schützen ihre meist jungen Userinnen nicht und sollten daran dringend etwas ändern. In einer vergangenen Vollbildfolge habe ich einen Blick hinter die Kulissen der Bezahlplattform OnlyFans geworfen und bin hinter dem Versprechen vom schnellen Geld auf eine dunkle Seite gestoßen. Das Video könnt ihr hier sehen. Außerdem findet ihr hier einen Beitrag von SWR Doku. Die Kollegen haben die 18-jährige Nadine bei ihrem Ausstieg aus der Prostitution begleitet. Und hier gelangt ihr zu unserem neuesten Video.